Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist in der Tat richtig, dass nach so einem schrecklichen Anschlag wie dem kurz vor Weihnachten hier in Berlin am Breitscheidplatz man sich alle Überlegungen neu stellt, wie kann es dazu kommen und wie kann man in Zukunft sowas verhindern. Und wir sind ja dabei, in verschiedenen Gremien, im Deutschen Bundestag, aber auch in anderen Parlamenten, in Länderparlamenten, erstmal zu klären, wie konnte es dazu kommen. Also was ist richtig oder was ist falsch gemacht worden, wo ist eine Fehlentwicklung, wo sind geltende Gesetze nicht angewandt worden, um dann Schlussfolgerungen zu ziehen. Nun haben Sie als ersten Vorschlag hier die elektronische Fußfessel angebracht. Die ist ja relativ neu im Gesetz, weil es sowas früher auch nicht gab. Die ist erfunden worden für einen ganz anderen Tätertyp. Also Sie haben ja darauf hingewiesen, für Sexualstraftäter, bei denen man davon ausgeht, dass die ein ganz normales Leben führen, möglichst nicht auffallen wollen und dann irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, aus Krankheitsgründen oder weil sie es überkommt oder weil sich eine Gelegenheit ergibt oder weil sie sich eine Gelegenheit schaffen wollen, eine Sexualstraftat begehen. Aber das passt doch nicht für Herrn Amri oder Ähnliche. Herr Amri würde unter diese gesetzliche Bestimmung, wie sie hier ist, ja überhaupt nicht fallen, weil gegenüber ihm ja noch gar kein Strafverfahren durchgeführt worden ist. Aber selbst wenn Sie eine polizeiliche Gefährdermöglichkeit, er wurde als Gefährder angesehen, sagen also auch bei Gefährdern legen wir eine Fußfessel an. Was ist denn die Wirkung? Haben Sie sich damit mal beschäftigt? Stimmt ja gar nicht, dass das eine Fessel ist. Da wird niemand gefesselt. Der kann noch laufen, der kann noch Fahrrad fahren, der kann noch Auto fahren, der kann noch U-Bahn fahren, der kann noch Straftaten begehen. Und zwar jede Straftat, die man sich denken kann, kann er begehen. Das hindert die Fußfessel nicht. Und er kann auch die Fußfessel ablegen, wenn er sie gar nicht mehr, wenn er sich beispielsweise auf die Flucht begibt. Weil wie funktioniert das? Da ist ein Sender drin und der Sender löst einen Alarm aus, nicht in der nächsten Polizeidienststelle, wie Sie gemeint haben, sondern löst einen Alarm aus in Frankfurt am Main. Und wenn Sie mal den Fall Amri sich so denken, der hätte so eine Fußfessel angehabt, dann wäre praktisch ein Jahr lang oder schon dann mehr als ein Jahr, solange er als Gefährder angesehen worden ist, hätte ständig dieses Alarmsignal in Frankfurt gebimmelt, weil er hat sich ja ständig nicht so aufgehalten, wie er sich aufhalten sollte. Und die Behörden wussten das, dass er sich überall aufhält, nur nicht, wo er sich aufhalten sollte. Sie haben aber nichts unternommen. Da ist doch die Frage nicht, also sie wussten das aus anderen, weil sie ihn beobachtet haben, weil sie zum Teil ein Telefon überwacht haben, weil sie zum Teil ja ein V-Mann direkt neben ihm sitzen hat, mit dem er nach Berlin gefahren ist und ähnliche Geschichten. Die waren über alles informiert. Es fehlte doch hier nicht an Kommunikation, sondern es fehlte hier an der richtigen Reaktion des Staates. Und da nützt die Fußfessel überhaupt nichts. Die Fußfessel, mit der Fußfessel, Herr Amri hätte die Fußfessel im Auto, also im LKW fahren, mit der kann man auch LKW fahren. Er hätte sie abstreifen können, er hätte sie versuchen können auszuschalten, er hätte sie abschalten können, als er dann aus dem LKW ausgestiegen, hätte er das Band, das ist so eine Art Lederband, metallverstärkt, hätte er ablegen können, dann wäre er genauso geflohen und wäre genauso nach Lyon oder dann schließlich nach Mailand oder sonst wo gekommen, selbst wenn er so eine gehabt hätte. Nein, das ist der völlig falsche Weg und ich glaube, da wird versucht, eine trügerische Sicherheit zu schaffen. Weil das ist gar keine richtige Sicherheit, was falsch gemacht worden ist. Und so viel wissen wir inzwischen auch schon. Das ist, dass die bestehenden Gesetze nicht angewandt worden sind. Es gab mehr als ein Dutzend Straftaten, derer verdächtig ist, derer ja alle begangen hat, während er eigentlich eine Fußfessel nach ihrer Vorstellung tragen musste. Das heißt, über die man Bescheid wusste. Man wusste, man kannte die Straftaten, die waren auch bewiesen, aber man hat nichts gemacht. Man hat nicht eine Staatsanwaltschaft damit beauftragt, alle Verfahren zusammenzuführen und dann die notwendigen strafrechtlichen und strafprozessualen Konsequenzen zu ziehen. Man hätte ihn auch in Haft nehmen können. Und deshalb ist das
Da wollen Sie damit darüber hinwegtäuschen, dass da gravierende Fehler gemacht worden sind, wahrscheinlich in Nordrhein-Westfalen, wahrscheinlich in Berlin und vor allen Dingen wahrscheinlich auch bei den Bundesbehörden, etwa beim Bundesinnenministerium, das nicht dafür gesorgt hat, dass die Passersatzpapiere, die gar nicht für einen Haftbefehl wegen strafbarer Handlung gebraucht werden, aber um eine Abschiebung zu sichern und ihn aus diesem Grunde in Haft zu nehmen, dass damit haben Sie die Chance verpasst, das Bundesinnenministerium die Chance verpasst, ihm diese Papiere zu verschaffen. Sie wussten, die Mitarbeiter dort wussten mindestens seit Oktober, dass die Papiere von Tunesien hätten bekommen werden können, weil sie ihn anerkannt haben als ihren Staatsbürger. Aber sie haben nichts gemacht. Sie haben überhaupt nichts unternommen, die Papiere. Sie haben da irgendeine Behörde in Nordrhein-Westfalen das Ganze überlassen und haben gesagt, kümmert ihr euch darum. Und die haben dann Briefe geschrieben oder Mails geschickt, das wissen wir nicht. Jedenfalls haben sie sich damit zufrieden gegeben, dass sie nichts bekommen haben. Wären alle gesetzlichen Möglichkeiten ausgenutzt worden, dann hätte man eine faire, eine große Chance gehabt, diesen Anschlag zu verhindern. Und an diesen Gedanken müsste ich gewöhnen und fragen, warum werden die Gesetze nicht angewandt? Das Wort hat die...